Und einer, der bis zuletzt um eine Fortführung der Atomkraft kämpft, ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Und mit ihm habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Söder. Schönen guten Abend und grüß Gott. Sie standen hier gestern vor den Werkstoren und haben vehement gegen den Atomausstieg gewettert. Und Sie haben gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Glauben Sie wirklich, dass nach all den jahrzehntelangen Debatten Atomkraft ernsthaft wieder eine Neuauflage hierzulande erleben wird? Ja, eigentlich schon, weil wir in einer neuen Zeit leben. Wir können doch nicht mit den Narrativen und den Ideologien der 80er Jahre die Herausforderung dieses neuen Jahrhunderts meistern. Wir spüren diese große Energiekrise. Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie, ob alles an Erneuerbaren, aber auch andere Bereiche wie die Kernenergie. Wir haben keinen ernsthaften Ersatz für den Strom für 10 Millionen Haushalte. Und deswegen ist es schlichtweg unvernünftig, ökologisch unvernünftig, um CO2 zu reduzieren. Und auch wirtschaftlich gefährlich, weil wir damit hohe Strompreise haben, aus der Kernenergie dauerhaft auszusteigen, endgültig zu erledigen. Und deswegen, ja, wir brauchen da ein erneutes Kapitel. Nicht ewig, aber als Brücke ist es notwendig. Das sind Argumente dafür, aber Sie haben letztlich doch gar keine Handhabe gegen diesen Ausstieg. Der ist jetzt beschlossene Sache. Dann ist es doch letztlich nichts als eine Geisterdebatte, die Sie da momentan führen wollen. Also erstens ist es eine politische Debatte. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Diktatur leben oder in einem autoritären Staat, wo es nicht erlaubt ist, eine Gegenposition zu haben. Es gibt ja unzählige Menschen, die das sehr heftig kritisieren, aus der Wirtschaft, aus dem Energiebereich. Aber auch die Mehrheit der Deutschen sieht es außerordentlich skeptisch. Deutschland geht ein hohes Gefährdungsrisiko ein mit dieser Entscheidung. Und es ist natürlich eine unglaubliche Doppelmoral. Macht doch keinen Sinn, quasi auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen. Also ISA 2 dicht zu machen, dafür Lützerath auszubaggern. Und war bitte auch ganz deutlich gesagt, wie kann eigentlich ein Bundesklimaminister in der Ukraine die Kernkraftwerke super finden, okay finden und bei uns abschalten? Das ist eine Doppelmoral, die keiner versteht. Und deswegen auch ganz klar, der Rückbau soll über 20 Jahre gehen. Es ist nicht einfach, je länger es dauert, in der Tat wieder einzusteigen. Aber möglich ist es nach der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir schon im Winter ernsthafte Probleme bekommen, sodass ein Wiederanlaufen im Winter denkbar wäre. Naja, bis zur nächsten Bundestagswahl ist noch ein bisschen hin. Und bis dahin hat der Rückbau ja dann schon begonnen. Und mit jedem Tag, jeder Woche, die das schon voranschreitet, wird es immer aufwendiger, immer schwieriger, dann Atomkraft wieder hier an den Start zu bringen. Aber Sie haben gestern auch gesagt, Sie wollen versuchen, so lange wie möglich diese Möglichkeit zu einer Rückkehr offen zu halten, diesen Rückbau, die Genehmigung vielleicht auch zu verzögern. Was genau planen Sie da, um das wieder auf die Schiene zu setzen? Ja, wir müssen uns rechtstreu verhalten. Sie haben das hier angesprochen. Uns wäre lieber, die Zuständigkeit für Atomenergie wäre tatsächlich nicht beim Bund, sondern in den Ländern. Weil es kommt ja dazu, dass für Bayern und Baden-Württemberg auch in der regionalen Netzspannung echte Probleme entstehen können. Nicht nur von der Stromversorgung, auch in der Netzspannung. Das heißt, die Gefahr von Blackouts auf Dauer wächst automatisch. Das kann man nicht anders sagen. Wir müssen uns rechtstreu verhalten, aber wir werden auch nichts beschleunigen in den Verfahren. Es sind ja endlos lange Verfahren, die da sind, sondern werden uns das genau anschauen, genau prüfen. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass jeder Tag, in dem etwas abgeschalten wird oder Prozesse des Rückbaus beginnen, es sehr aufwendig wird, erneut einzusteigen. Aber schauen Sie, etliche Länder der Welt, fast alle um uns herum in Europa, haben lange eigentlich mit der Kernenergie abgeschlossen, fangen jetzt aber neue Kernkraftwerke zu bauen. Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an, das kann man es gar nicht nennen. Das schwächt unser Land fundamental. Und wir können doch nicht am Ende, nur weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, nicht bereit sein, unsere Chancen der Zukunft aufzugeben. Und deswegen muss man das klar benennen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zumindest für eine Zeit lang die Kernenergie nutzen kann. Aber nun ist es nun mal so, dass der Atomausstieg jetzt nicht über Nacht kam. Der ist seit Jahren angekündigt und mit diesem Datum konnten Sie eben auch rechnen. Und wenn jetzt Sie sagen, ja, wir werden hier Probleme damit bekommen, fällt es Ihnen nicht auch ein bisschen auf die Füße, dass vielleicht das Stichwort Ausbau der Windenergie, Stichwort vor allen Dingen Ausbau der Stromtrassen aus dem Norden, dass da Bayern ein bisschen auf der Bremse gestanden hat in den vergangenen Jahren? Stimmt das wirklich? Ist das wirklich richtig, dass wir bei den erneuerbaren Energien in der Gesamtbilanz ja, schlecht sind? Ja, die Photovoltaik, ich glaube, da haben Sie recht, das ist ausgebaut. Genau, aber die Windenergie, Herr Söder, da haben wir hier kaum welche gesehen, als wir hier unterwegs waren in den vergangenen Tagen. Und vor allen Dingen aber der Strom, der aus dem Norden kommen könnte, der staut sich jetzt, weil es eben keine Trassen gibt. Das hätte man seit 2011, dieser Ausstieg ja feststand, doch schon mal besser angehen können, um jetzt nicht dieses Problem dieser Lücke zu haben, dass Sie beklagen, wir haben keine Atomenergie. Herr Zamperoni, einen Blick zurück.
Also mal abgesehen davon, dass in Baden-Württemberg der Wind auch nicht so stark ausgebaut ist. Warum? Weil im Süden eben weniger Wind weht, dafür mehr Sonne scheint. Und wenn Sie jetzt bei Ihnen im Norden, wo Sie ja normalerweise den überwiegenden Teil Ihrer beruflichen Tätigkeit verbringen sehen, da gibt es wenig Photovoltaik, überraschenderweise aber viel Wind. Warum? Weil eben da weniger Sonnenstunden sind, dafür der Wind besser sich agiert. Es ist eine relativ Scheindebatte. Am Ende kommt es auf die Gesamtbilanz an. Die liegt bei uns derzeit relativ gut. Aber Sie haben völlig recht. Nach dem Ukraine-Krieg oder mit dem Ukraine-Krieg müssen wir alles beschleunigen. Das heißt, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv verdoppeln. Das tun wir beim Wind übrigens auch, indem wir gerade Flächen öffnen, die früher nie dafür zur Verfügung gestanden haben, zum Beispiel unsere Wälder. Damit werden wir im Onshore-Bereich, glaube ich, einen großen Satz voranmachen. Wenn wir aber über alle ideologischen Schranken der Vergangenheit springen, dann sollten wir das bei der Kernenergie auch machen. Denn die Wahrheit ist, in der windstillen Nacht haben wir nach wie vor kein Konzept. Die Grundlastfähigkeit für Strom ist nicht gegeben. So. Und deswegen haben Sie recht, dass wir uns alle anstrengen müssen. Übrigens bei Stromleitungen, da wird in Deutschland insgesamt fast nichts gebaut. Nicht in Bayern, sondern auch woanders, weil einfach die Debatten und die Diskussionen vor Ort so schwierig waren. Aber auch da beschleunigen, 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 Personal einsetzen. Und die Wahrheit ist einfach, seit dem Ukraine-Krieg muss man alles, was man mal an Standpunkten hatte, überdenken. Ich tue das jederzeit. Ich hätte mir das von der Bundesregierung und den Grünen beim Thema Kernenergie auch gewünscht. Sagt der bayerische Ministerpräsident Herr Söder. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen noch für Freude bei ISA 2.